So, und willkommen in der... Ach, ich weiß auch nicht, welche Folge. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall ist das jetzt die wirklich richtige Folge und hier werde ich ins Nether gehen. Hihi. Hier sind gerade drei unterschiedliche Schallemitter. Also... Oh, Disco. Ich glaube, wir sind hier gerade in der Disco. Komischerweise sind keine Gäste da. Ich weiß auch warum. Ich werde mal kurz die Einladung verschicken. So. Nicht euer Ernst. Das ist aber jetzt echt nicht euer Ernst, oder? Ja, ich muss mal ganz kurz. Muss hier mal ganz kurz ein. Lass mich in Ruhe. Oh, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, Jod. Gleich so zum Anfang so eine böse Überraschung. Die habe ich doch überhaupt nicht eingeladen zu der Disco. Oh. Unterschlupf. Oh, hier ist Glowstone Dust. Ja, toll, wie soll man da hochkommen? Oh, hohoho. Da ist aber ganz knapp was an uns vorbeigeflogen. Ich glaube, es hat uns aus den Augen verloren. Das ist gut. Mensch, das könnt ihr doch nicht machen hier, World Generator. Oder Zombie Spawn Generator. Hilfe. So, auf jeden Fall kann ich jetzt hier mal kurz brechen gehen. So, wie viel habe ich jetzt? Einen habe ich jetzt übergelassen. Wehe, da schubt mich jetzt wer rein. Wehe, ich werde wütend, wenn mich da jetzt wer reinschuppen würde. Würde, muss ich natürlich noch betonen. Die Nuance muss ich auf Würde setzen. Ach, hier geht's runter. Gut, dann werde ich jetzt hier gleich mal ein bisschen... Das geht aber schnell abzubauen. Welche mal ein bisschen Steinchen. Ich hoffe mal, dass ich hier jetzt nicht irgendwo runterfalle. Ganz unerwartet. So, auf jeden Fall sind wir hier schon mal fast halbwegs. Oh, ich glaube, die Lava, die wird sehr viel, die frisst wirklich sehr viel Arbeitsspeicher. Ich kann da mal ganz kurz was gucken. Wenn ich jetzt zur Lava gucke, die Framerate ist bei 19. Ja, ja, und der Speicher geht ganz schön hoch. So, ich höre schon wieder so einen Scheiß. Wie nenne ich denn die Viecher? Unerwartete Disco-Besucher. Nee. Doch, auf jeden Fall verbinde ich die jetzt mit Disco-Besucher. Wie heißen... Ach, ich weiß es gerade auch nicht. Muss ich mal googeln. Oder mal mein altes Buch rausholen. Mein Fremdwörterbuch. Vielleicht finde ich da ja irgendwas zu... Ungewollte Disco-Besucher. Und die werde ich dann ab sofort immer so nennen. Auf jeden Fall ist das echt krass, dass wir jetzt hier schon so eine Burg gefunden haben. Das ist ja echt unerwartet. Ich hab dir nichts getan. Guck da nicht so blöd. Ich glaube, von diesen roten Steinen hier, da werden wir genug von haben, logischerweise. Aber die kann man auch sauschnell abbauen. Das heißt, wenn man hier irgendwie mal irgendwo hochbuddeln will, dann geht das sehr schnell. Was ist denn das? Ist das Kies? Oder ist das dieser komische Disco-Besucher. Obwohl, Disco-Besucher ist doch nicht so. Ja, das ist ja tatsächlich Kies, aber mir wurde mal gesagt, dass man im Nether auch Kies finden kann. Oh, hallo. Space Pick. Ein Pick-up. Hahaha. Ja, gut, ich finde keinen Eingang. Ach doch, da. Da werde ich mir jetzt mal einen schönen Weg nach oben buddeln. Ach, hier komme ich ja auch rein. Weg, weg, weg. Weg, weg. Braucht man echt nur antippen und schon ist man... Gut, ich habe jetzt schon wieder die Orientierung verloren. Mist, wo war denn jetzt das Portal? Das müsste da hinten gewesen sein, ja. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ach, Mist, hier gibt es ja auch diese Spawner und diese komischen Feuerviecher, nenne ich sie jetzt einfach mal.
Und ich hoffe mal nicht, dass wir denen begegnen. Also jetzt nicht sofort. Ich meine, ich bin ja jetzt hier sozusagen hergekommen, um ein bisschen zu, wie heißt denn das, discovern, zu entdecken, aber was ist das, ein Grafik? Ach so, das ist die Disco. Auf jeden Fall muss ich jetzt mal kurz noch mal gucken, wo das Portal war. Ich hoffe jetzt und jetzt erwartet uns hier keine böse Überraschung. Nee, aber ich weiß nicht, wo unser Portal ist. Das müsste eigentlich da sein. Ich hoffe es einfach mal. Ach ja, genau. Von da sind wir runtergegangen. Da war unser Eingang. Oh Mann. Die geht ja wirklich sehr weit, die Höhle. Nicht die Höhle. Und wir müssten mal was. Mist, wir müssen wieder zurück. Wir müssen echt wieder zurück, weil ich ja eigentlich. Ach, ich bin so blöd und so vergesslich. Der Hauptsinn war ja, ich bin ja noch bevor ich ins Nether gegangen bin, war ich noch mal beim Feld und dann wollte ich ja eigentlich Weizen, aber dank meiner Schlauheit bin ich dazu nicht gekommen und jetzt bin ich hier fast am Verrecken. So, wo war denn jetzt hier unser selbstgeschmiedeter Eingang hier? So, wo ging es jetzt hier runter? Ich muss Schaden vermeiden, Fallschaden. Ach du Kacke, wo müssen wir jetzt hier wieder zurück? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo muss ich hier wieder zurück? Sind wir ho hier hochgekommen? Ja, ich glaube, hier war das. Ja, genau, da fehlen doch schon die ersten Bricks, unsere Erkennungszeichen. Aber ich glaube, man verreckt ja sowieso nicht, wenn man Hunger hat, denn. Ich glaube, dann. Oh, ho, ho, ho. Weg. Weiche. Weiche mir Feuer. Du mir auch. Von hier sind wir doch gar nicht gekommen. Oder doch? Kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir von hier gekommen sein sollten. Deutsch sprechen sei gelernt, aber ich gehe jetzt hier einfach mal lang. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Rennen ist auch schon nicht mehr möglich. Ja, da ist geht's einfach ins Unendliche. Ich habe keine Ahnung, wo wir hergekommen sind. Wir müssen echt von da hinten gekommen sein. Ja, doch hier. Hier ist ja kein Weg nach oben, zumindest kein selbstgeschmiedeter Weg. Kein von mir selbst geschmiedeter Weg. So, jetzt hier einfach hoch und so weiter. Einfach hier. Sieht aber verdächtig nach Gehirn aus. Nach Gehirnmasse sieht das hier aus. Ach, scheiße. Jetzt habe ich gedacht, ich werde angegriffen, aber es ist der Hunger. Das Gute allerdings ist bei Hunger, dass man nicht sterben kann. Von hier sind wir doch auch nicht gekommen. Man kann nicht sterben, man bleibt immer bei einem Herzen oder bei einem halben, ich weiß es gerade nicht. Kann man Pilze essen? Nein, nicht. Nicht möglich. Aber Moment mal, da hinten ist doch unser Portal, oder? Ich weiß es gerade nicht. Moment mal, wir brauchen jetzt mal einen Legostein. Dann baue ich mir hier einfach mal einen Weg. Ach, hier ist ja schon ein vorgefertigter. Ja, da hinten ist unser Portal. Oh, komischerweise verletze ich mich nicht mehr. Wahrscheinlich, wenn ich renne oder wenn ich springe. Nee, doch nicht. Aber da hinten ist noch eine Burg. Ist natürlich sehr geil. Das unter ein unterteiltes Disco-Raumsystem sozusagen. Also hier gibt es mehrere Disco-Räume und so. So, und die kurze Nether-Tour ist natürlich mal wieder vorbei. Also jetzt hier nur kurzfristig vorbei. Nö, 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 nö. Wie bitte? Ich wollte eigentlich wieder zurück in die Welt. Ich hoffe mal, dass ich auch wirklich. Ja. Ich habe jetzt gedacht, wir landen schon wieder da, wo wir gar nicht hinwollen. Oh Mann, ich sehe hier alles irgendwie mit einem leichten Hauch von Rosé. Also von Rot. Meine ich jetzt natürlich. Nein, aber ich sehe hier wirklich alles ein bisschen rot irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Spinne. Ach, stimmt ja, wir sind ja hier im Friedlich. Ach ja, das hier wirklich Leuchtsteinstaub. Dann habe ich das Wasser befüllen, da habe ich übers Wasser befüllen, habe ich denn vergessen, was ich eigentlich wirklich machen wollte. Da seht ihr mal, wie schlau ich bin. Oh, das war noch nicht fertig. Mist. Ach, dann können wir das Feld gleich erweitern. Aber ich habe keine Hoe. Mist.
Ah, ich glaube, die kann ich mir gleich machen. Ich habe ja eigentlich genug Stöcke, Sticks. Delta, nee, warte mal, wie heißt das? Pedigree Sticks. So, wir haben denn jetzt hier schon 19. Es geht ja halbwegs schnell. Samen haben wir 36, naja. Wird, denke ich mal, erstmal reichen. Erstmal. Und Regen wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil ich meine, ich habe ja jetzt eine Rechnung und so, bla bla bla, habe ich ja schon erzählt. Und da müsste es ja eigentlich theoretisch nicht wirklich lecken. Lecken, es würde nicht lecken. Ach Mist, da hätte ich gleich neue Samen hinmachen können. So, und sonst hier noch, hier noch, hier noch. Und danach mache ich mir mal eine Hoe. Und mache hier mal ein bisschen das Feld weiter. 15 Samen haben wir, das heißt, ich kann echt regelrecht an drei Händen abzählen, wie viel ich erweitern kann oder um wie viel ich erweitern kann. So, so. Hallo? Achso. Nehmen wir mal den übelbringenden Kompass aus dem Inventar raus. Oder aus der GUI. Dann hier schon wieder welche nachgewachsen. Ach, die mache ich gleich, um die kümmere ich mich gleich. Wo ist denn die Hoe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, es waren viel zu viel. Ich glaube, wir werden gleich nochmal ein bisschen was bekommen. So. Weil hier ist ja was nachgewachsen. Das habe ich ja mit meinen eigenen Augen gesehen. Mit meinen eigenen Minecraft-Augen. Ups, ach, da kamen keine Samen raus. Hab mich gerade gewundert, wo die sind. Ach, Mann. Ich schlage hier immer die weg, die noch keine Samen wirklich haben. So, und hier kam auch wieder nur einer. Gut, okay, ja, ist okay, dann, gut. Mache ich mir jetzt hier mal die Brote an der Werkbank. Zu Hause mache ich mir auch gerne immer Brote mit der Werkbank. So, 8 Brote. Und mir fällt gerade auf, 4 Brote würden einmal komplett den Hunger wieder, ja, zurückmachen. Vielleicht werde ich mir ein paar Glowstones holen, die denn hier irgendwie in das Haus einbauen. Oh mein Gott, ich höre einen Enderman und da ist ein... Oh, da habe ich ja echt Glück gehabt, dass ich so schnell wie möglich hier von dem Land weggekommen bin. Ich glaube, ich muss mal gleich niesen. Mir kitzelt schon die Nase. Das Diamantschwert wurde noch nicht benutzt, weil ich das komische Fliegefieder noch nicht getroffen habe. Und wir sind wieder im Nether, in unserer Disco. In der Disse. Yo, wir sind in der Disse. So, auf jeden Fall ist hier noch nicht so wirklich viel Glowstone, wo ich wirklich rankomme. Da vorne komme ich ran, aber da ist schöne, geliebte Lava. Oh Mann, oh. Weiche, weiche. So, ich glaube, Lava ist ja sehr widerspenstig, muss man sagen. Hier, die wird zum Beispiel hier nicht wegfließen. Doch, Verse. Aber ich habe natürlich mal wieder, schusselig wie ich bin, habe ich natürlich mal wieder weg hier Lava. Also, widerspenstig ist ein sehr wirklich treffendes Wort. Warte mal. Ach stimmt ja, wir spielen ja immer noch im Einfach. Wow, dass ich noch nicht umgeschaltet habe auf friedlich, bin ich ja mal stolz auf mich. So, gut, dann können wir jetzt, denke ich mal, hier ohne Komplikationen irgendwas abbauen. Den Glowstone abbauen, nicht irgendwas, ist ja Glowstone. Und gleich ist es hier dunkler, weil eine Disco darf ja nicht hell beleuchtet sein, muss ja hier ein bisschen Disco-Stimmung sein. Ach, da vorne ist ja Glowstone, wie für mich gemacht. Haben wir erstmal, weiß ich nicht, wie viel das jetzt letztendlich sind. 48. Aber hier gibt es ja, im Nether gibt es ja auch Höhlensysteme, aber leider ohne Rohstoffe. Und vielleicht gehen wir ja irgendwann mal ins Ende. In das Ende von Minecraft. Aber beim Ende von Minecraft bekommt man ja, wenn man den Drachen besiegt hat, bekommt man ja eine Menge EP. Was ja eigentlich, finde ich, total sinnlos ist. Weil man ja dann danach durch das Portal geht und dann beginnt man doch von Null, oder? Ach, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, aber auf jeden Fall war das bei mir letztes Mal so gewesen, dass ich dann wieder bei Level 0 angefangen habe. Aber im Nether, da ist
so jetzt mal einfach so, das Thema Wechsel im Nether ist sehr, sehr frame-intensiv, also frame-fressend, sag ich jetzt mal. Ich glaube, das Wort trifft's denn sehr gut.